Seit einem halben Jahr staune ich enorm über die Tatsache, dass die Debatte über die Restitution von Kulturgütern, die wir als neu, frisch und unsere Debatte erachten, dass es sie einmal schon komplett gegeben hat, und zwar in den 70er Jahren. Als ich ein kleines Kind war, hat es diese Debatte über 10 Jahre lang schon gegeben, gerade in Deutschland extrem stark. Es war im Fernsehen, im Rundfunk, in der Presse damals, nicht nur in Fachkreisen. Und als ich das merkte, war ich ziemlich baff. Und die große Frage, die sich daraus ergibt, ist, warum haben wir es vergessen? Warum haben wir 40 Jahre später komplett vergessen, dass es diese Debatte schon einmal gegeben hat? Und zwar sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR, was Deutschland angeht, aber auch in Frankreich, in Großbritannien, in Belgien etc. Warum haben wir es vergessen? Wer, welche Institutionen, welche Dynamiken haben dafür gesorgt, dass man nicht mehr darüber gesprochen hat so lange? Das interessiert mich jetzt und das ist der Gegenstand meiner aktuellen Forschung.